Okay, jetzt wird das aber schwierig. Okay, das Attentat auf mich ist nicht geglückt. Alter, noch 8 Jahre, das überlebe ich doch nicht. So eine Scheiße. Oh Mann. Null Charaktere können eingeladen werden. Ja, ja. Okay, Ban Lazlo, der ist halt nicht zu töten. Okay, akzeptieren wir. Aufgeben. Gut, wie können wir ihn noch loswerden? Oh, wie alt ist er denn? 66, fuck. Der beißt am Ende nicht vor mir ins Gras. Was können wir denn da machen? Ja, entführen machen wir ja gerade schon. Hier, Salomon, wie sieht's aus? 68 Gold? Ja, das ist jetzt natürlich schade um den Typen. Achso, er überdenkt einfach nur ultra lange. Ich bin so weit im Minus, dass es keinen Unterschied macht. Oh Gott, oh Gott. Und tot. Haben wir noch eine Chance, ihn loszuwerden? Nicht wirklich. Hexerei bekehren. Warte, ich bin Hexe? Cool. Würde ich auch nehmen. Hexe? Ist nämlich ein ist ein cooler Perk. Ja, wenn du willst. Ja, klar. Mach ich einen Hexerzirkel hier oben. Wenn du das hinkriegst. Und das von dem Katholik. Ja, musst du halt annehmen, ne? Oh, es ist so ein Struggle. Okay, wir müssen sparen und gucken, dass wir die Kohle zusammenkriegen. Wie viel? Ich will gar nicht zusammengerechnet wissen, wie viel Geld ich da reingeschickt habe. Wenn das jetzt alles an der letzten zu tötenden Person scheitert. Dann drehe ich aber durch. Wobei, eigentlich ist es ja egal. Ich meine, er stirbt ja so oder so an Altersschwäche. Wer? Der Kaiser Eckhart oder wer? Nee, der König von Ungarn. Also falls einer von euch den getötet oder entführt und dann hingerichtet oder irgendwas hinkriegt, ist mir egal. Do it. Ich töte jetzt erstmal seine neue Ehefrau, weil... Die ist 14 und die muss sterben, bevor sie Kinder kriegen kann. Na, die Frau umzubringen ist auch leichter als ihn. Ja, aber davon stirbt er leider nicht. Fucking König, ey. Der hat mein Mordkomplott und mein Entführungskomplott beides aufgedeckt. Der Schweinemann. Da, die schuppige Frau. Ich weiß nicht, hat einer von euch irgendwie Chancen, den zu töten? Nee. 5 von 10%. Ja gut, da bin ich ja... 15% habe ich bei ihm und 50% bei ihr. Ja, sie kriege ich allein schon gerade hin. Ach, guck mal. Aber ich krieg nicht mal seine Erbin umgebracht. Oh, guck mal, wunderschön. Sie könnte ich nicht mal töten, weil sie zu weit weg ist, ihn schon. Ja, einfach aus Gag, warum nicht? Ach ja. Mein Vasall Herzog Robert hat Anspruch auf Kaiserreich von Britannien angemeldet. Wie werde ich den Typen los, ey? Oh, wie schade. Frechheit. Man hat mein Bündnis ausgeschlagen. Nur wenn du konvertierst. Was ist das denn?
Frechheit. Niemals. So, gibt's hier irgendwelche männlichen Erben? Ne. Hat irgendjemand einen Krieg für mich, wo ich ein bisschen Prestige farmen kann? Nee, wir sind auch nicht mehr verbündet, wie gesagt. Ja, du hast halt keinen Mann bei dir, den ich heiraten könnte. Nee. Dabei bin ich wunderschön. Nicht. Also, ja. Wir hatten einen Verteidigungskrieg. Nehm ich. So, ist jetzt halt dumm für die Bauern, die in diesem Krieg sterben, der eigentlich nichts mit ihnen und ihrem Volk zu tun hat, aber egal. Müssen sie mit klarkommen. Ja, eben. Die Familie auch. Das, das ist das Los. Es geht um Prestige, es geht um Ehre. Ja, Ruhm. Ja. Und wichtiger als Leben. Ja, von irgendwelchen Leibeigenen, also bitte. Los, hebt euch aus. Wir haben auch nicht ewig Zeit. Ich muss meinen Mann rumkriegen. Ja, wie schwer kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt auch schon irgendwie 7 Jahre mit dem verheiratet und es gab keine Kinder mehr. Ja gut, ist der irgendwie schwul oder hat er sonst was gegen dich? Nö. Ich klang ein bisschen so. Der ist hetero, der hat nichts gegen mich. Er ist sogar lüstern, also irgendwas funktioniert da nicht. Oh, dann liegt's vielleicht an dir. Ja. Oder der hat viel Anspannung. Geht auch die Fruchtbarkeit runter. Oh shit, das ist jetzt eine ganz schön teure Überfahrt hier. Upsi. Ich bin aber selbst noch nicht oben, ne? Ja, ist in Ordnung. Ich bin gerade noch unten, weil ich gegen Frankreich kämpfe. Boah, 500 Gold von der Vasallin ausgepresst. Das ist doch was. Das bringt uns auf jeden Fall über den Krieg. Dann gucken wir mal, was danach noch übrig ist. Wie viele sind denn das hier eigentlich? Ah ja, doch gar nicht so wenige. Ich würde den gern so melken, den Typen, ne? Was? Der hat 500 Gold. Ach so. Das ist nur ein bekneckter Bürgermeister, ein Vasall über eine Baronie. Wie kann der so viel Kohle haben? Oh, never mind. Der Typ von Ungarn ist gestorben. Jawohl. Sehr schön. Und ich werde direkt in den Krieg gerufen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Wie erpressen? Jetzt wird es ein bisschen albern. Wie ihr arabische Inquisition erpresst mich. Was ist das denn? Also. Sag uns mal, was hast du da eigentlich vor? Ja, also das mit dem gemeinsam ein Amazonenreich errichten, das scheint aber nicht ganz angekommen zu sein. Ich werde hier einfach erpresst. Das nicht von mir. Nee, den Arabern da unten. Herzog Meginhard von Ostanglingen ist jetzt einfach mit der Königin von Ungarn verheiratet. Ja, nicht einfach so. Das ist Teil des Plans. Das ist Phase 2. Sag mal, kann es sein, dass du kein Geld hast? Doch. Warum kann ich dann bei dir kein Geld verlangen? Na, ich habe 421, also. Wie viel willst du denn bitte verlangen? Ich kann ja nichts verlangen. Ja, zu Recht. Ich sehe das Problem denn? Ehrlich gesagt nicht. Ich finde das ganz gut, dass du da nichts verlangen kannst. Ich meine, ich habe gerade irgendwie 2000 Gold oder so in Projekt Ungarn reingesteckt. Mindestens. Und ist direkt ein Kind rausgekommen. Wie, die haben schon ein Kind? Was? Willst du mich verarschen? Tatsache. Das ist sogar schon 3 Jahre alt, hä? Ah ja, gut, das ist... Ja, ich habe den ja nicht eben erst verheiratet. Den habe ich verheiratet vor dem Morden. Ja. Weil wenn ich die nicht verheiratet kriege... Dann kann ich mir die Morde davor ersparen. Aber ich habe so ein bisschen die Vampirgeschichte gemacht, nur halt, dass das hier keine unabhängigen Herrscher werden, wenn ich damit durch bin, was ich ja bin. Weil der Schurke an Altersschwäche gestorben ist. Freu ich mich. Na gut, jetzt brauche ich seine Ex-Frau auch nicht mehr töten. Hat sie nochmal Glück gehabt. Ah, du kannst mir gerne mal ein Geschenk schicken, dann ist dein Geheimnis sicher.
Na gut. Ah nee, das ist der falsche Araber. Tut mir leid, ja, ihr seht ein bisschen, seht euch ein bisschen. Der, das ist ja auch ein anderer. Hä? Also langsam wird's rassistisch. Willst du damit sagen, dass wir alle gleich aussehen? Naja, ich will nicht sagen, dass ihr gleich ausseht, aber ihr seht halt ein bisschen gleich aus. Ich meine, ihr habt alle einen Bart und einen Turban. So, ich warte noch, bis die letzten von euch noch am Start sind, ne? Die Firma dankt. Jaja, tolle Firma hier, Erpresser. Dabei bin ich doch so eine ehrliche Person hier, die nie irgendwem was antut. Ja, besonders den Ölhahn habe ich dir noch nicht abgedreht. Der, auch da sind wir wieder ein paar Jahrhunderte zu früh. Kommt noch. Oh, ich habe was geerbt. Cool, Hildesheim. Ja, ist das gut oder kann das weg? Hildesheim. Nee, komm, das kann ja weg, sind vergeben. Was sind die Söldner denn bitte so teuer? Ja, die müssen auch von was leben. Ja. Ja. Oder nicht, oder was? Das ist der erste, was man anwerben könnte, wären 1660 Mann für 516 Gold. Achso, wurden alle anderen schon von wem anders ausgehoben? Die ersten vier Truppen wurden schon von wem anders ausgehoben, ja. Wir sind auf einen Fehler runter. Ach so, das... nee. So. So, mein Liebes... Okay, auf einmal auf drei, boah, geht das schnell, Alter. Zack, zack, zack. Ja, direkt. Keine Zeit. Jetzt kann man wieder spielen. Das ja, auf einmal so. Geht's, boom, 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 boom. Die Einheiten bewegen sich. Ende. Gut, die Morde sind durch, dann warte ich nur noch auf meinen letzten Anspruch. In 5 Monaten... begeben wir uns in Richtung Ende von Phase 1. Oh yeah. Aha, Hexerei. Was? Sowas gibt's hier nicht, ne. Das ist ja Sünde. Gehext wird hier nicht. Mal gucken, wer ist denn das? Wo habe ich denn jetzt Geheimnis? Also du bist es schon mal nicht, Trips. Da habe ich ja Glück gehabt. Ich meine, bei mir gibt's auch keins. Allgemein gibt es bei mir keine Geheimnisse. Ich habe nicht halb hier, Ungarn Erpresser. Getötet. Herzog. Westfranken. Herzogtum von Westfranken. Achso, ja, das interessiert mich nicht. Ist eh bald alles Westfalen. Westfranken, Westfalen. Oh, wow, der hat Gold. Egal, den decke ich auf. Dann wird exkommuniziert. So. Da wird gerade jemand in den Club willkommen geheißen, jemand im hohen Norden. Und ich habe die Eigenschaft reizbar bekommen. Ja, die habe ich auch. Aber das verwundert mich nicht bei dem, was wir da in Ungarn durchleben mussten, beziehungsweise was unser Kontostand da durchleben musste. Ich habe den Hexenperk nicht bekommen, tatsächlich. Wie, hast du nicht angenommen? Doch, habe ich. Ich höre das, ne? Sollte ich Papst werden, direkt exkommunizieren. Alter, schon das zweite Mal, dass ich ein Attentat überlebe. Was ist denn da los, du? Die haben es richtig auf mich abgesehen hier. Daher bin ich so nett. Ich bin nie wem fremd gegangen. Ich habe nie wen ermordet. Ich wollte nie wen entführen. Ich hexe nicht. Also versuchter Mord habe ich gerade aufgedeckt bei dir. Ach so, da hast du aber... Dann guck noch mal nach, da ist noch manches anderes. Hat versucht, Bruno von Herford zu ermorden. Ja, das ist mein Sohn. Dann habe ich ihn doch enterbt. Ich wollte ihn töten, einfach nur damit ich die 250 Dynastiepunkte einspare. So, jetzt. Ich bin nicht die beste Mutter, ich geb's zu. Aber ich habe den Hexenzirkel noch nicht. Was brauche ich eigentlich noch für den Hexenzirkel? Wahrscheinlich richtig viel. Ja. 4 Hexen oder so aus dem eigenen Haus. Ein Sechstel habe ich fast schon. Ja, die 60% Hausmitglieder ist halt das Problem. Oh,
Ah, der Krieg ist auf jeden Fall richtig gut zum Prestige-Farmen. Das ist genau, was wir gebraucht haben. Den großen Krieg haben wir schon drin. Dann noch das Königreich. Und dann bin ich glücklich. Dann kann ich sterben. Wie viel kriegst du? Es kostet, glaube ich, 1400, 1600 Prestige. Und ich habe schon über 2000 jetzt. Nee, wie viel du jetzt durch den Kampf bekommst, durch den Krieg, deine Teilnahme? Weiß ich nicht, aber durch die Schlachten allein habe ich schon was bekommen. Aber ich verliere hier gerade, das ist unangenehm. Oh. Ja, ich sehe es. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig. Nee. Und die 23.000 Truppen da oben sehen es auch, aber die kommen einfach nicht. Die möchten nicht. Ja. Boah, Kultur ändern rentiert sich ja gar nicht einfach mit 15 Jahren für eine Provinz. Ja, das ist der Kultur konvertieren ist das Allerschlimmste. Auch beim Vampir-Run. Irgendwie ganz Europa hat meine Religion mittlerweile, aber die Kultur, das geht so langsam voran. Na, warum setzt du das dann bei den Game-Settings nicht hoch? Hatte ich überlegt, aber weil als unsterblicher Vampir dachte ich, weil ich halt jahrhundertelang leben kann, wenn mich keiner tötet, dachte ich mir, habe ich die Zeit und das wäre ein bisschen zu OP, wenn ich mir das hochstelle. Ja gut, das ist klar, aber jetzt im normalen Run, meine ich. Ach so, ja, hätte man drüber nachdenken können. Gerade wenn es dann um unsere Amazon-Kultur geht. Ah, mal gucken. Gefährliche Fraktion. Bei Religion hast du denselben Spaß mit 8 Jahren pro Provinz. Okay, Sieg, alles klar. Auflösen. Dann warten wir, bis sich unsere Truppen erholt haben. Und dann ist kann es bald soweit. Kann ich den Zweikampf denn verlieren? Weil du zu schwach bist, ist doch klar. Ja, ich habe aber einen Kampfgeschickwert von 27 bei 26 Kriegsführung. Fake News, glaube ich nicht. Und meine Gegnerin hat halt die Werte 8 und 9. So, wie kann ich da schlechter abschneiden? Ah, wir haben einfach ein gutes Viertel vom Oha, Alter, warum ist der Kaiser denn auf einmal auf über 20.000 Truppen, Mann? Na gut, ich habe schon mehr. Also allen meinen Verbündeten, das geht vor allem in Richtung England. Jetzt vielleicht was? Mal kurz keine Kriege anfangen. Da kommt gleich was Großes auf uns zu. In wenigen Monaten. Wobei, vielleicht kriege ich den Kaiser sogar noch getötet vorher. Mal gucken. Bin ich krass genug? Oh, 40%. Dann haben wir auch wieder was, wo wir unser Geld für rein investieren können. Aha. Na gut, dann... Dann werden das gleich wahrscheinlich keine 20.000 Feindtruppen mehr sein. 17 Monate. Oh, Ungarn schon wieder ein Krieg. Meine Jagd. Oh, teuer, aber lohnt. Sehr gut. 11 Monate, dann ist der große Moment gekommen. Dann endet Phase 1. Jetzt Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Nee, das kommt. Das ist der Anfang von Phase 2. Aber ich komme gerade selbst durcheinander. Nee, das ist Phase 3 schon. Das ist schon Phase 3. Also dein Spielererbe soll Kinder bekommen, die das Königreich Ungarn erben. Genau. Und weil die so mächtig sind, werden die aufgrund dessen von den anderen Kurfürsten zum Kaiser vom römischen... Oh, da ist es soweit. Ich hoffe, die hast du noch zur Hexe gemacht. Britannien ist in Deutschland angekommen.
Du bist mein Vasall, Triss. Herzlich willkommen. Das war's mit der Unabhängigkeit. Alter, mein Typ hat instant Lungenentzündung, was? Der König von Norwegen hat eben 7000 Truppen verloren. Oh. Ja, ihr habt keine Lust neu zu laden, ne? Achso, katastrophale Fehlbehandlung, geil. Ja, moin. Ich würde sagen, dein Arzt gehört hingerichtet. Ja, das bringt hast ja einen Erben. Mehr. Hast ja einen Erben. Ja, der ist halt 5. Oh, cool. Ich kann das Königreich der Bretagne schaffen. Und meine ganzen 3 Milliarden Ansprüche sind weg. Nein, das ist ärgerlich. Ja, du bekommst erstmal einen Vasall. Kann ich meine Frau töten, bevor... bevor ich sterbe an der Lungenentzündung? Ach, das ist doch wirklich scheiße. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin irgendwie mit einem... Ach so, weil der Däne ist. Ich hab dir ein Angebot geschickt. Ups. Ja, ich bin tot. Hat jemand eigentlich wie? Von... Ja, Lungenentzündung, habe ich doch gesagt. Katastrophale Fehlbehandlung. Kann es sein, dass jemand in Bagdad gespielt hat als Spieler? Nee. Weil das Herzogtum von Bagdad heißt Herzogtum von Legoland. Deswegen frage ich, weil... In der letzten Session hat einer Arabien gespielt. Kann gut sein, dass der das war. Ja, stimmt. Okay. Also was immer das für ein Angebot war, das du geschickt hast, das kannst du jetzt meinem 5-jährigen Spielererben schicken. Ja, Vasallen übergeben. Ja, gut. Und noch einer. Ich habe leider auch nichts, was ich dir rüber verheiraten könnte. Oh, mich will jemand ermorden. Oh. Egal nicht. Frechheit. Ja. Wahrscheinlich die Europäer. Stimmt. Ich glaub sogar, es sind die Engländer. Das ist gut vorstellbar, dass die... Habe ich jetzt wieder alles? Ja, ne? Ja. Nee, wobei, ich glaube eher, das sind die da... Obwohl, ja, die neuen Engländer. Die sind das, glaube ich, eher, weil die euch nicht auseinanderhalten können. Tja, dann fangen wir mit unseren Ansprüchen mal wieder von vorne an. Hat ja auch nur 13 Stunden gedauert. Wo ist die ganze Scheiße? Du bist gar kein mächtiger Vasall von mir. Ja, ich bin auf 5. Ach so. Ja, ist verständlich. Speyer. Wo ist die Scheiße? Hier, Speyer, Kaiserslautern. Moment mal, da habe ich jetzt ja auch wieder irgendwas verloren. Da habe ich irgendwelche dummen Geschwister oder so eine. Ja, das ist eine Schwester, die hat nichts bekommen. Zu Recht. Oh, ist das grauenvoll. Oh. Och nö, komm. Nee, jetzt keine Forderung. Ja gut, ja, nehmt eure Indiens-Autorität und macht damit, was immer ihr wollt. Oh, weil ich einfach zu gierig war, Mann. Hätte ich nicht
hätte ich es einfach mal... Ich hätte ihn ja schon erklären können. Oh. Ich verprügel einfach die Frau von meinem Lehnsherrn. So. Was? Was denn für ein Darlehen? Hä? Ich habe kein Darlehen. Ich würde jetzt mal gerade sagen, das ist so ein bisschen blöd. Wie machen wir das jetzt? Was? Wenn du den Königstitel erbst von Ungarn. Ja? Verliere ich auch Ostanglien und die Bretagne. Ja, die Bretagne ist ja auch meins. Die habe ich ja erobert. Ja, aber ja nicht komplett. Ja, machen Krieg will den Anspruch und ich kapituliere dann oder so. Irgendwie so. Außerdem werde ich als König da gar nicht unabhängig von dir, weil du ja Kaiser bist. Da, hier steht das. Was? Das Reich verliert Land, wenn ein Vasall fremdländische Titel erbt. Euer Vasall, Herzog Rutger II., wird den Titel Königreich von Ungarn erben. Einen fremdländischen Titel eines höheren Ranges als sein derzeitiger Haupttitel. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, ich muss ja erstmal die Fraktionen auch überleben. Oh Gott, das werden ganz schön schlimme 10 Jahre jetzt. Okay, was müssen wir machen? Da können wir nichts gegen tun. Zu viele Grafschaften, Domäne, ja. Gebe ich aber nichts von ab. Ja, wobei. Cambridge zum Beispiel. Vergeben. Also ich könnte dir auch Titel aberkennen. Ja, wieso solltest du das denn? Was würde das denn bringen? Ja, dann verliere ich nichts und du auch nichts. Ja doch, wenn du mir einen Titel aberkennst, verliere ich den Titel. Ja, Ostanglien. Ja. Das, was ja eh Britannien ist. Na gut, von mir aus. Ostanglien kannst du mir von mir aus wegnehmen. Na komm, lassen wir laufen. Eins. Ja, Mo, wir sind noch da. Und unlängst vergeben. Ich war bis eben auch noch bester Laune. Tja. Werde ich nachgeben. Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein Jahr warten, bis ich es dir aberkennen kann. Ja, von mir aus. Auf, lustig. Theoretisch, die andere Idee wäre halt, ich gebe dir das Königreich Britannia. Und dann wäre Ungarn halt weiterhin in meinem Reich, wenn du das erbst. Kaiser Walter von Britannia. Ich bin gestorben. Okay, der ist wird immer dümmer. Oh. Nee, ich will, dass du mein Lehrer wirst. Ich habe einen Anspruch auf die Grafschaft von Jokmok. Jokmok finde ich gut. Jokmok finde ich super, es klingt klingonisch, weiß ich nicht. Aber es ist eine Grafschaft im Königreich von Norwegen. Von Graf Grimmer. Es wird nicht besser. Grimme von Jokmok. Ja, Grimme von Jokmok. Aus dem Haus Bodin Turpon. Ich lasse mir nicht drohen. Keine Ahnung, Mann. Oh Mann. Alter, jetzt habe ich einen scheiß Krieg, ey. Also, okay, jetzt muss ich mich ja wirklich mal ordnen. Okay, wie sieht's? Ich habe halt alle meine Ansprüche verloren. Okay, alles klar. Ja, wir fangen wieder an zu fingieren. Oh, ja, wo fangen wir an, ey? Mit Lippe, keine Ahnung, ist auch egal. Oh, ist das, Alter. Ich war nur einen Klick davon entfernt. Oh.
Oh, oh Gott. Und er hasst mich auch richtig. Und ich kann ihn nicht beeinflussen, weil ich ein dummes Kind bin. Und mein Geld reicht nicht, um ihn zu befreunden. Du hier für Kohle, bitte. Du machst das, so. Norwich. Ah, nee. Was ist los? Ah, nee, doch, okay, alles gut. Ich dachte schon, noch mehr schlechte Nachrichten. Ja, mein Bruder hat halt Wales, aber das ist ja wurscht. Das ist ja trotzdem in meinem Reich. Und der ruhig haben. Achso, wem gehört jetzt Britannien? Wäre jetzt halt auch die Frage, ne? Das kommt drauf an, wer den Krieg hier gleich gewinnt. Achso. Ne, ich meine Königreich von Britannien, ne? Moment mal, was ist hier? Ui, das behalten wir auf jeden Fall. Das geben wir auch nicht her. Und der Rest ist alles mein fucking Eigentum, das bleibt. Auch wenn ich über der Domäne bin. Ja, bei der Bretagne, ich meine, das, was ich nicht erobert habe, das kann ich dir dann ja irgendwie zukommen lassen. Das geht ja schon. Das verhandeln wir, wenn es soweit ist. Der eine Bruder von mir hat Königreich von Bretagne und Irland geerbt, der andere Wales und Schottland. Du bist noch Kaiser, oder? Ja. Ja, dann ist ja gut. Dass Westfalen jetzt Ostanglien ist, ey. Das tut schon ein bisschen weh. In den Augen auch. Oh. Naja, 10 Gold. Oh, wie viel soll das kosten hier? 63? Nee, mach mal nicht. Mach mal nicht. Wir latschen. Ah, jetzt haben wir einen zweiten Krieg für die Bretagne, du. Und ich bin mit niemandem verbündet, weil ich ein dummes Kind bin. Oh, ist das schlimm, ey. Hätte ich einfach nicht versucht, den Kaiser zu ermorden, sondern hätte einfach den Krieg erklärt. Ja, ein Hoch auf die Gesundheit, ne? Skull. Und dann ist er jetzt ein komischer Otto, der mit seinen 7 Freunden den Thron von Westfalen will. Nee, komm. Ich kann auch keinen ermorden. Nix geht. Bin ich wirklich mit keinem verbündet? Nee. So, dafür wird jetzt erstmal jemand gemobbt. Irgend so ein armes Kind muss jetzt dafür leiden, was mir hier passiert ist. Ich habe auf Anhieb 6 Agenten bekommen für einen Komplott. Und es ändert sich einfach nichts an der Erfolgschance. Dann sind die Chancen so weit im Minus. Ja. Das hatte ich auch beim König von Ungarn. Der dann einfach an Altersschwäche gestorben ist, nachdem ich da 2000 Gold oder so rein investiert habe. Das war. Da hat die Pechsträhne eigentlich schon angefangen. Naja, 66%, der war nie in Gefahr. Wo sind eigentlich die anderen 2000? Hier ist auch nochmal 700 noch was. So, komm, zurückmarschieren. Dann holen wir uns auch nochmal Söldner. Warum nicht? Oh, ist das alles scheiße. Okay, kein Geld für Söldner. Auch in Ordnung. Ja, dann können wir 50 Gold finden. Sehr schön. Ach ja. Oh, fuck it. Wartet mal bitte, bevor ihr weitermacht. Es ist auf Pause, durch dich sogar.
Ja, es hat mich schon wieder rausgehauen. Nachdem ich meinen Titel erstellt habe. Ach so, oh Mo, du hast einiges verpasst. Lothring. Sofort wieder drin. Ja, annehmen. Jo. Nur wenn möglich, wie gesagt, nicht die Pause lösen, sonst verkackt die KI gerade komplett alles. Das brauche ich nicht. Ja, kann ich. So, hier, da, das ist. Das hier alles ist Lothring. Und ich hätte den vorhin eigentlich. Oh, ich hätte so viel. Ach, oh Mann, ich will gar nicht mehr drüber reden, ey. Zu schmerzhaft. Eine ganze Generation in den Sand gesetzt. Sag mal, wann geht's eigentlich für England nach Frankreich rein? Ich habe gerade eben den Rest vom Herzogtum Anjou eingenommen. Jetzt habe ich halt keine Ansprüche mehr auf die. Dann musst du jetzt das Heilige Römische Reich auseinandernehmen als nächstes. Ja, nee, aber eigentlich ist das ja schon reserviert. Richtig. Ach so. Das ist ja das Problem, das ich habe. Welche Problem? Weil ich hätte Ansprüche auf Norwegen. Ich habe Ansprüche aufs Heilige Römische Reich, beziehungsweise auf Tripsreich, weil wir ja Schwager waren. Ja. Und das ist jetzt ein Problem. Frankreich gibt es jetzt nicht so viel. Was ist mit, waren jetzt eigentlich schon mal viele Kreuzzüge oder müsste nicht bald irgendwann der nächste? Drei waren schon. Ja, einer gegen England, der zum Glück umgemogelt wurde, ja, nach Jerusalem. Einer nach Spanien. Ja, und einer das nach... war's, oder? Nee, beim letzten Mal gab es auch schon ein oder zwei. Ah, okay. Ich könnte einen Kreuzzug gewinnen. Stimmt. Letztes Mal hatten wir auch schon mindestens einen auf Jerusalem. Ja, ja, ja. Einen gab es auf jeden Fall schon. Und da seid ihr alle runter? Ja. Nee, zwei gab's, genau. Ich weiß nicht, ich habe zweimal versucht, diesen riesigen billigen Trick da zu nutzen. Ah ja, in Ägypten zu landen. Ja, genau, ne? das war lustig. Mm. Hat auch fast geklappt. Aber dann war der Papst zu schlecht. Diese dumme KI, ne, hat mir einfach meine Hauptstadt versetzt. Ah, so lange wollte ich... Ist aber auch nicht mehr machen, weil morgen um 19 Uhr bin ich ja wieder live schon wieder. Ja und? Mach's halt. Guckt euch mal Katjas Reich an. Ja, das ist komplett von der Karte gefegt worden. Na doch, sie hat noch Korsika. Und ein bisschen was in Norditalien. Ist hier ein bisschen in Italien und unten in Tunesien. Aber ihre Hauptinsel halt einfach nicht mehr. Ja gut, aber die gehört nur Sardinien. Das ist jetzt kein Hindernis. Oh, diese Leiden. Diese Leiden, die hier zu durchleiden waren. Was für Leiden? Ja, wie, was für Leiden? Das ist katastrophal. Also die Mongolei breitet sich jetzt aus, ne? Ja, Genghis Khan Teil 2. Oh. Die haben halt schon wieder nicht ganz unwesentlich an Stärke gewonnen. Ja, der hat alle seine Brüder aufgefressen. Ja. Und der ist 14. Der ja, vielleicht war es auch sein Vater, ne? Sein Vater ist 25 geworden. Vielleicht war es sein Vater. Der war 64, ja. Der war 64, ja. Der 64-Jährige war der, der das Reich hat zerbrechen lassen. Ach so, der ist der Versager. Ja, weil der davor, das ist der 60-Jährige, der das mongolische Imperium gegründet hat. Ja, stimmt, das größte aller Khans. Alter, diese ewig langen Ladebildschirme in diesem Spiel, ne? Ja, das ist ja hauptsächlich ohne Synchronisierung, Grund. Ne? Ja, eben, aber was? Das halt... Weil einen immer so lange braucht. Ja, das ist, wenn du ein sehr weit vorangeschrittenes Spiel hast. Ja gut, wir sind jetzt seit 400 Jahren dabei, ne?
Eben. Und das tut er ja dann alles, sag ich mal. Ne, 200. Nach. Oder ja, ist ja. Wir haben 1050 begonnen. Achso. Oh boy. So, das behalten wir also auf jeden Fall. Ja, das haben wir schon durchgeguckt. Ich müsste mal. Wie du halt jetzt noch ernsthaft mein Vasall bist. Dabei hat er so viel ambitionierte Pläne. Ja, 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 gut, er erbt ja immer noch das Königreich von Ungarn. Ne? Ich hätte nur noch draufklicken müssen. Ich hätte nur noch sagen müssen. Krieg erklären. Siehst du? Jetzt bist du ein Kind und kannst die nächsten 10 Jahre nichts machen. Na, ich kann immer noch das Königreich gründen. Ah ne, kann ich nicht. Geil. Kannst du nicht, du musst erst die Luster werden. Ja, ich kann die ganzen Leute nicht ermorden, die Fraktionen gegen mich machen. Na schön. Du hast doch England an deiner Seite, aber der kann ja nicht eingreifen. Nee, habe ich nicht, weil wir nicht mehr verbündet sind. Nee, er könnte auch so, glaube ich, nicht eingreifen, weil du ja sein Vasall bist. Und der Herr Lehnsherr kann ja nicht in seine Vasallenkriege eingreifen direkt. Ja, cool. Ist ja jetzt. Ja, nur bei der Bauernfraktion. Das heißt, jetzt könnte dir nur noch Schweden helfen. Ja, wenn wir verbündet wären. Oh. Och, Mann. In der Singleplayer-Kampagne hätte ich sowas von safe neu geladen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ja, cheaten wir. Geld das hast du auch. Das immer Iron Man-Modus. Ja. Nee, erst recht nicht, wenn ich streame. Kann man das gar nicht. Ah, die Katastrophe, Mann. So, jetzt bin ich gleich drin. Jetzt hat er Bildschirm sich geändert, zack, da bin ich dran. Jesus. Ich meine, grundsätzlich hat sich ja nicht wirklich was geändert. So, wir können weitermachen. Sultan Hiba. Ich danke. Von arabischer Inquisition, okay. Eigentlich ist ja halb so schlimm. Versuche ich mir einzureden. Das Komplott hat immer noch nur eine Erfolgschance von 5%. Weil ich 200 Punkte minus kriege für ihr seid im Krieg. Tja, dann kämpfen wir hier mal. Also ich könnte die Provence einnehmen. Aber die willst du ja wahrscheinlich, ne? Ups. Ja, oder der, falls irgendwann mal einer Frankreich übernimmt. Okay, gut, da stand, dass ich gewinne, aber ich werde einfach komplett vernichtet. Ja, ist auch gut. Dann verliere ich die Bretagne halt. Ich meine, ich bin ja eh schon auf einem guten Weg, Frankreich einzunehmen. Ja gut, die Söldner auch noch. Die haben ja nichts gekostet. Meine Tochter und Spielererbin befindet sich gerade in Lille. Oh, da würde ich ganz schnell weg. Nee, das geht nicht, ey. Nee, Alter. Oh, jetzt wollen die mir ganz Westfalen wegnehmen, Mann. Das kann ich nicht, weil die hat jemanden geheiratet, der jetzt Vasall im Königreich von Frankreich ist. Oh. Wo ist denn Lil? Alter, ihr dummen Schweine. Wartet mal, bis ich Ungarn hab, ey. Ich werde euch alle sowas von zerficken. Und? Mann, mein schönes Westfalen. Da oben. Ach ja, ein Königshof habe ich ja. Ich bin ja ohne. Ja, ich habe richtig Bock. Geben wir das auf, dann versuchen wir es über den regulären Weg. In 50 Tagen weiß ich's. Ja, Ratsposten, ja, die sind halt beschäftigt damit, mir alles wegzunehmen, die Schweine. Die dreckigen Schweine. Oh, ich kann nicht mal meinen Bischof beeinflussen, Mann. Oh.
Wir hätten fast ein Viertel vom Heiligen Römischen Reich gehört. Ich hätte nur auf Forderung durchsetzen klicken müssen. Mehr hätte ich nicht machen müssen. Aber ich glaube, wenn du dann stirbst, dann ist das auch weg. Weil du bekommst ja nur einen nicht durchgesetzten, sondern fallen gelassenen Anspruch. Ja, ich hätte den Krieg... Also es ist nicht übertragbar auf deine Kinder. Ja, darum hätte ich ja den Krieg erklärt und gewonnen. Oh, ich habe ein Artefakt gewonnen. Schön. Eine gepresste Aster, Fruchtbarkeit plus 15, Prestige plus 0,06. Was soll das? Ich habe 700 Leute ausgehoben. Wo ist der Rest? Und mein Hofass ist gestorben. Jetzt. Die ganzen Ansprüche zurückkaufen. Ja, sorry, kann ich mir gerade nicht leisten. Auch das war umsonst. Wie alles umsonst ist. Bündnis mit Mama. Komm ran, Mutter. So. Vierter in der Erbfolge für Österreich, okay. So, hier, ich will meine Mutter auch für den anderen Krieg holen. Ja, ausgezeichnet, danke. Da ist sie. Und für den Krieg um Westfalen. So. Jetzt kriegt ihr es mit fucking Ungarn zu tun. Ach, hier ist der Rest. Ja, geil. Da bringt er mir natürlich viel. Wie kann denn ein Vasall vom Heiligen König, vom Heiligen Römischen Reich einen Krieg gegen mich führen, von dem ich gar nichts weiß? Ja, Magie. Krieg um die Bretagne, Alter. Die kommen doch für nichts rechtzeitig. Aber der Krieg taucht bei mir nicht auf. Ja, wer sind denn die? Ach, da oben in England sind die am Machen. Ja, da komme ich natürlich nicht hin so schnell. Achso, wir sind wieder auf 1 auch. Inquisition. Oh, ist das zum Kotzen? Wie bist du so schnell König geworden? Auf ganz normalem Wege. Da kommt Mutti. Ich kann genauso sprechen wie Mama. Und ich bin. Was ist jetzt los? Alter, ich bin eingekerkert. Ja, ich habe noch nie mit dem Clan gespielt. Ja, ich scheiß halt Geld. Ich habe jetzt plus 40 im Monat. Mhm. Ich werde richtig schon rachsüchtig, Mann. Und da ist mein ganzer Scheiß weg. Naja, und allgemein, ich spiele tatsächlich eigentlich immer PvP. Ihr dreckigen Schweine. Ja. Beide Kriege verloren, ja super. Ihr dreckigen Schweine. Ich werde euch alle so fertig machen. Solange ihr Schulden habt, könnt ihr... Ich zeige euch gleich mal, was ich alles machen kann, während ich Schulden habe. Warum ist Wales eigentlich Schottland? Weil der Wales und Schottland geerbt hat. Und warum gibt es zweimal Irland? Irland und Britannien hat der andere Bruder von mir geerbt. Mann. Ich habe aber Ansprüche auf den ganzen Scheiß, ne? Ja gut, immerhin das. Darauf und...
Auf die Bretagne. Ich hol mir alles wieder, ey. Leute, Leute. Sobald ich Ungarn habe, dann wird nur noch Krieg geführt, ey. Dann wird nur noch erobert und zurückerobert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Verwüstung ich über das Land bringen werde. Ey, nicht über mein Land. Über die ganze Welt. Stand jetzt will ich die Welt eigentlich nur noch brennen sehen. Es ist alles so schlimm. Oh, und jetzt können wir hier warten, bis unser Geld weg ist, weil wir auch keine 30 plus mehr machen im Monat. Sondern nur noch mickrige 11. Das ist ja gar nichts. Wenigstens habe ich mein Militär noch. Oh, kann irgendwas passieren, damit ich ein bisschen Geld machen kann? Irgendein Event, irgendwas. Ich glaube, er ist so sehr aufgeregt, anstatt zu müde zu sein. Ja. So 10 Minuten würde ich sagen, machen wir noch. Weil sonst wird es schwierig, noch 8 Stunden zu schlafen, bevor der nächste Stream anfängt. Das stimmt, das wird eng. Ja. Wie gesagt, machst du einfach durch. Das geht schon. Ja, ja, klar. Dann wird der nächste Stream auf jeden Fall richtig unterhaltsam, wenn ich jetzt durchmache. Er macht doch nichts. Umso besser. Hast du mehr wieder. Ist wie betrunken. Ist doch witzig. Mein ganzer geiler Scheiß. Meine ganze Kohle. Kann meine Mutter vielleicht endlich sterben? Ja, obwohl. Soll so ruhig noch leben, bis ich. Meine Mutter sterben. Soll so ruhig noch leben, bis ich volljährig bin. Da habe ich noch meine dumme Schwester. Was will die eigentlich? Weg. Oh, eine Katastrophe. Katastrophe. Ja gut, der Typ, den wir raiden wollten, der hat wahrscheinlich auch schon vor 3 Stunden aufgehört. Fängt gleich wieder an, alles gut. Ja, wahrscheinlich. Ja, es gibt jetzt wieder keinen mehr. Ach, mal gucken. Streamt einer... Ja, wie gesagt, machst du einfach weiter. Nee. Wann willst du das hier weiterspielen? So, ich hab... Sonntag. Sonntag. Ab 21.30 Uhr. Also wir haben jetzt Mittwoch. Das ist ja voll lange hin. Ja, normalerweise ist das nur einmal pro Woche. Das ist ja auch nur, weil es jetzt letztens mal ausgefallen ist. Genau. Ach so. Ja gut. Oh, nicht mal RimWorld wird gestreamt. Niemand streamt irgendwas gerade. Ein Kochstream? Was machst du morgen? Beziehungsweise nachher? Ich bin zu einer Among Us-Runde eingeladen. Und dann... Die kann man ja absagen, machst du durch. Mit Sicherheit. Ja, und Samstag ist dann... weiß ich noch nicht. Pantag... Na, ja, sagen wir mal... Wenn Samstag der... dann mache ich Samstag Hearts of Iron, wenn der Funtag ausfällt. Na, mal gucken. Oh, und die Kohle, sie wird einfach nicht mehr. Oder Singleplayer? Hearts of Iron, Singleplayer. Ich lerne ja noch. Ey, ich habe wenigstens einen Anspruch auf ganz Angria. Das ist ja schon mal was. Na gut, das ist schon mal ein bisschen was. Kleines bisschen tröstet es mich. Ich habe jetzt halt wieder minus 200 Gold. Aber egal, ist ja nicht so, dass ich mit dem Gold irgendwas anfangen könnte. Ja. Wo sind jetzt die Schulden der Leute, die ich durch mehrere Finanzkrisen gerettet habe? Ich zahle dir die ganze Zeit immer wieder Geld. Das ist aber schon eine Stunde her. Jetzt tu nicht so.
Du meinst vor allem gerade eben noch, ja, dann sind wir jetzt quitt. Das habe ich niemals gesagt. Doch. Das würde ich als Clip sehen. Niemals habe ich das gesagt. Vor 20 Minuten. Auf gar keinen Fall. Also habe ich jetzt wieder 15 Kriege. Passt gerade nicht. Nee, verlier nicht mein Eigentum hier. Nee, hier der Westfale will sich... Obwohl, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Obwohl, nee, der Westfale darf sich nicht unabhängig machen. Mit seinen 7000 Leuten. Nachher wird das vom Römischen Reich geschluckt. Nee. Das ist mein fucking Eigentum. Ja, die Verbündeten haben ordentlich reingehauen. Verbündet, ja. Ich bin exkommuniziert. Warum? Und der Franzose auch. Warum? Was hast du getan? Frag mich das doch nicht. Was hast du getan? Ja, einen Krieg gewonnen. Welchen? Den falschen? Nein. Den, der als erstes angefangen hat. Wieso bin ich jetzt exkommuniziert? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du mir zu wenig Geld gegeben hast. Der Papst hat davon gehört. Der Klingelbeutel war mal wieder nicht. Ja, der britische König hat schon wieder reingegriffen. Bin paranoid, sadistisch und reizbar. Ja gut, da wird schon Grund bei sein. Schildgeld, na, von mir aus. Ja, ich bin nicht mal mehr Kulturoberhaupt jetzt. Mann, ich war so kurz vor Phase 3. Und alles weg. Oh, mein ganzer geiler Scheiß. Woher kommen diese Truppen? Gut, was wollen wir? Das hier und das hier wollen wir. Im Norden. Dann im Osten. Wollen wir hier Aachen? Dann hatten wir das hier alles geclaimed. Oh, es ist einfach... Die Arbeit einer ganzen Generation ist halt einfach weg. Sag mal, was ist das hier für eine Hochzeit? Ach so, ja, von mir aus. Okay, ein Bündnis. Okay. Geil, ich werde zornig. Ey, das ist jetzt wirklich Roleplay. Dass ich ein zorniger Mobber geworden bin, das passt einfach. Ich bin ein zorniger, rachsüchtig und rauflustig. Und ich habe hier eine ganze Menge Leute auf dem Zettel, die das zu spüren kriegen werden, sobald ich alt genug bin, um meine Mutter zu töten, um Ungarn zu kriegen. Na, die ist schon wieder schwanger. Von wem? Die ist nicht verheiratet. Wehe, das wird ein Bruder, ey. Exkommuniziert sie. Scheiße! Jetzt werde ich gemobbt. Was soll das denn? Nee, das sollte auch genau andersrum sein. Oh. Hier, Typhus oder so. Ah, wir stehen schon wieder auf 1, und ich wundere mich, dass die Kohle nicht reinkommt. So, der Typ, den ich gemobbt habe, der ist jetzt erwachsen. Der war also offensichtlich einfach 7 Jahre älter als ich. Du hast die komplette Bretagne verloren. Ich habe noch den Anspruch. Genau wie auf Westfalen. Alles, mein ganzen geilen Scheiß. Hm.
Was, Markt wird belagert? Jo, die greifen dich an, warum auch immer. Ja, weil ich dein Vasall bin. Jetzt geh da halt mal rein und klopp die weg jetzt. Ja, ich bin doch gerade in Frankreich hier. Britannia bin ich gerade. Warum denn in der Bretagne? Der Krieg ist in Westfalen. Ja, und in der Bretagne. Ach so, die haben sich zusammengeschlossen, die feigen Schweine. Norfolk. Ja, das haben wir alle schon erlebt, ey. Oh, ich wünschte, ich wäre Gott Kaiser Vlad, ey. Ich würde die alle entmannen, dann nochmal entführen und blenden, dann nochmal entführen und foltern und dann aufessen. Oh, das wäre schön. Oh, ich vermisse den Vampir-Run. Nein, die sind immer noch verbündet. Warum? Nikea bei Byzanz mit 23.000 Soldaten hat eine nackte Oma als Anführerin. Ja, die weiß, wie es geht. Nikea will anscheinend das neue Byzanz werden. Falls ihr mal was Ekliges sehen wollt. Ich sehe schon gerade was anderes Ekliges. Wie viel Land du verloren hast. Hamburg wird belagert. Ja. Ach, mein ganzer Kram. Ah, die Üppländer hier, mit denen ich jetzt verbündet bin. Was ist das denn? 2100 Truppen? Voll gewonnen. Oh, und ich dachte, ihr zieht mich irgendwie aus der Scheiße. Nee. Ist offensichtlich nicht so. Hauptsache ein Dynastievermächtnis. Ja, supi. Mittelerbecken, Herzogtum von Westfalen. Zum Glück eh noch 2 Monate, dann ist die Kohle wieder drin. Alter, was ist das denn? Westfalen ist komplett aufgesplittert. Ja, ich hab dem das Dings weggenommen. Oh, jetzt muss ich den Scheiß hoffentlich nicht alles einzeln erobern, ey. Kannst du nicht. Wie kannst du nicht? Ich hab hohe Lehnsautorität. Du kannst ja nicht gegen mit was sein. Setz runter! Setz runter. Ja, natürlich setz runter. Ich kann dir doch einfach das Herzogtum geben. Ja, und dann gut, dann tu das mal. Entspann dich. Nee, ich kann mich nicht entspannen, nachdem was eben passiert ist. Wieso kann ich ihr Herzogtum nicht wegnehmen? Kämpft da noch jemand? Von der Bretagne? Ah ja, die kämpfen hier. Oh Mann. Warum kämpfen die hier? Diese scheiß verbündete Armee, warum ist die noch da? 10 Stunden Arbeit weg. Ich krieg hier die Motten. Und ich meine nicht das fucking Gebäude. In Britannia, Alter. Euch schnapp ich mir. Sei froh, dass du im Knast bist. Da komme ich nicht an dich ran. Oh boy, es ist soweit. Zeit für Krieg. Nicht genug Prestige. Ach, und die dumme Lehnskacke. Gibt's eine Fraktion gegen dich, die die runtersetzen wollen? Ah ja, guck mal. Ist aber erst einer drin. Ihr seid nicht verlobt. Ach was. Also ich überlege gerade, ob ich dir das Herzogtum Westfalen gebe. Was gibt's da bitte zu überlegen, wenn ich fragen darf? Dass du direkt da so, oh, guck mal, hier gibt's eine Fraktion, um das runterzusetzen. Ja, das kommt drauf an, ob ich mein Eigentum hier zurückkriege heute noch. Oh, guck mal, Amazone. Die brauchst du auch nicht, das weiß ich. Meine Macht wächst, sagt der Kleine. So, da fehlt ja aber noch was. Hier, Waldeck, Tecklenburg, Teile der Bretagne, ja. Ja, Bretagne habe ich selbst noch nicht. Na gut. Gerade Krieg. Ein Hoch auf König Valentin. Wie viele Spielererben habe ich denn verpasst? Waldeck und Tecklenburg gehört mir selbst gerade. Ah ja, dann eine von den Töchtern hast du nur verpasst.
Und die war richtig gut. Oh, die war so gut. Aber dann habe ich alles ruiniert, was sie sich aufgebaut hat. Wir sind nicht füreinander bestimmt. Warum nicht? Warum lehnst du die Hochzeit ab? Ja. Ja, du? Ich? Ja, ja. Habe ich nicht drauf geachtet. Ach so. Ich war gerade damit beschäftigt, dir Reich zu geben. Jetzt ist die weg. Hast du die jetzt verheiratet, die Amazone? Oder hat die sich selbst hingeschnappt? Ich habe nichts gemacht. Ah, da hat die sich selbst verheiratet. Nö, und ich dachte, ich kriege hier die guten Amazonen-Gene. Ja, hier. Komm. Do it. Was? Ich werde erwischt. Hinterlistig, ehrlich. Nee, ich werde hinterlistig, auf jeden Fall. Hat so lange gedauert. Ah, diese Lehnsautorität, ey. Was mit der Lehnsautorität ist das vielleicht? Ich will die scheiß Bretagne zurückhaben. Und was hier, Anjou, hat mir das auch mal gehört? Nee, ich glaube nicht. Nee, Anjou nicht. Na gut. Das habe ich noch erobert. Na gut. Oh, meine Bretagne. Na gut, wenigstens haben wir das alles zurück. Wir kriegen auch wieder ein bisschen Geld rein. Dann ist jetzt wohl wieder an der Zeit, unsere Ansprüche zurückzufarmen. Oh, ich bin jetzt kein Teil mehr vom Heiligen Römischen Reich. Das heißt, ich kann meine Ansprüche nicht mehr einfach so... Oh. Oh, aua. Aua, aua. Beziehungsweise ist es jetzt nicht so, dass wenn du jetzt ein anderes Reich angreifst, dass ich da auch mit rein kann? Weiß ich nicht. Werden wir dann feststellen. Na gut. Das Gute ist, da ich so fucking scheiße lächerlich jung bin, habe ich jetzt jede Menge Zeit, mir die ganzen Ansprüche zurückzukaufen, die verloren gegangen sind. Angefangen mit Ostfriesland. Ich werde das Werk meiner Mutter wieder aufbauen. Ich schwör's. Hallo Badisch, guten Morgen. Ich hoffe, dein Morgen ist besser als meiner. Ui, du hast es vielleicht gehört, Nick freut sich auch, dich zu sehen. Wir haben einen reinblütigen Riesen, der stattlich ist und kerngesund. Was heißt wir? Also in deiner Familie oder irgendwo auf der Welt? Nee, in meiner Familie. Nice, hat sich der Inzest ja gelohnt. Also in unserer. In unserer. Das ist schon mehrfach verwoben. Das macht mich wahnsinnig mit deiner Lehnsautorität, Mann. Die Bretagne, ey. Die haben 2500 Mann, ich habe 19.000. Kann ich die nicht bitte vernichten? Er ist tatsächlich mein Vasall. Aber nicht lange. Bis er Ungarn erbt. Was ist aus der Provence geworden? Ja, die Provence ist, das wurde mir zweimal wieder weggenommen. Einmal von Katja, dann von irgendeiner anderen. Und die Provence habe ich aufgegeben. Stattdessen habe ich mir die Bretagne geholt, aber die ist jetzt auch weg. Ah. Ich meine, ich habe ja bis auf die Bretagne schon im Prinzip mein Reich zurück, so wie es war. Passt. Hier unten hat mir auch nochmal was gehört. Und zwar Saarbrücken hat mir mal gehört. Oder nee, Quatsch, Kaiserslautern. Nee, Straßburg hat mir gehört. Da müssen wir noch gucken, wie wir das zurückkriegen. Aber das Ärgerliche sind halt die ganzen Ansprüche, die ich über eine ganze Generation zusammengesammelt habe. Das ist halt... Oh, mir schreit die Sonne richtig in die Fresse, Mann. Ich werde richtig geblendet. Ah ja, das Licht... Ihr seht's, ne? Ja. Hat so bei dir, ne? Oh.
wie man so schnell von ganz oben nach ganz unten fallen kann. Also Trips, ich könnte dir das Königreich von der Bretagne geben. Was? 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 Das Königreich der Bretagne. Ja, das nehme ich auch. Dann würdest du aber mein Vasall bleiben, wenn du Ungarn erbst. Ja, ich meine, auf der anderen Seite bringt mir... Nee, es reicht ja, wenn du mir einfach die Sachen gibst, die ich hatte. Das Königreich kann ich dann ja, selbst gründen, wenn es soweit ist. An die Bretagne komme ich jetzt nicht mehr. Tja. Ich habe die irgendwie aus Versehen rausgelassen oder so. Wir spielen wieder auf 1. Also. So, also, wie war das mit der... Mit der Fraktion hier? Wie weit ist die? Lass mich doch Kriege führen. Ja, keine Ahnung. Ich muss die Bretagne ja auch jetzt nicht wieder haben. Das können wir ja irgendwann mal machen. Oh, meine Tochter ist eingekerkert. Warum? Na, wahrscheinlich zu Recht. Das Ding ist, ich war kurz davor, wirklich, hätte ich das geschafft, wäre ich selbstständig geworden. Ich wäre einfach zum Kaiser vom Heiligen Römischen Reich geworden und zum König von Ungarn. Ich war halt quasi einen Klick davon entfernt, der Mächtigste zu werden. Und nur weil die jetzt gestorben ist, ein Jahr zu früh, nur deswegen bin ich jetzt Vasall von dem Typen, der mich keine Kriege führen lässt, um meinen Scheiß zurückzuholen. So, das ist, was hier passiert, Mann. Die Ungerechtigkeit. Nein! Ist das die Strafe für das ganze Fremdgehen und Morden? Und für die ganzen safe. Ausgepressten Vasallen? Safe. Womit kann man eine solche Strafe verdienen? Weil ich zwei von meinen Söhnen getötet habe? Das rechtfertigt doch nicht so eine Qual. Und da ist der Kaiser, ey. Und der darf noch weiterleben. Dreckiger Hund. Ich darf halt keine Kriege führen. So, worauf freue ich mich eigentlich, wenn ich volljährig bin? Oh, bei mir fängt's langsam an. Tante und Nichte von euch. Okay, da fängt's an, vampirisch zu werden. Ich merk schon. Alter, Ostanglien, Alter. Nee. Warum haben Kent und Westfalen eigentlich dasselbe Wappen? Da fängt's ja auch schon wieder an. Hier primär machen, bitte. Danke. Oh, wenigstens das ist wieder vernünftig. Wenigstens das. Ostanglien, Alter. Ostanglien am Arsch. Westfalen. Kommt her und seht die Gewalt, auf die sich das System gründet. Hilfe, Hilfe. Hier, Ritter der Kokosnuss, ne? Ja. Ja, aber es ist so. Ich werde unterdrückt. Von meinem, was ist der eigentlich von mir hier? Cousin Walter. Walter der Unterdrücker. Der beste Walter. Der Allerechte. Der Allerechte. Ja, oh Mann. So. Kann ich doch nichts für. Warum verheiratest du deinen an mich? Ja, hä? Damit wir verbündet sind. Ja, aber ich hab dir doch vorhin sogar noch gesagt, wenn du stirbst, dann bist du mein Vasall. Ja, nee. Ja, wer rechnet denn damit, dass ich eine Sekunde vor Kriegbeginn sterbe? Och, Mann. Na gut, das Ding ist, dadurch, dass ich... Also, wenn ich Ungarn habe, werde ich unabhängig. Ja. Dann gründe ich hier mein Königreich. Und dadurch, dass ich ja auch schon König von Ungarn bin, müsste ich dann so mächtig werden, dass ich vielleicht trotzdem zum Kaiser gewählt werde. Also es könnte immer noch klappen. Aber ich muss halt trotzdem Krieg gegen den Kaiser führen, um meinen ganzen Scheiß zu kriegen.
und die ganzen Ansprüche zurückholen. Oh, holy shit. Vielleicht kann ich dir einfach die Leute enteignen, wenn ich dann Kaiser bin. Mal gucken. Ich wurde wieder zum Ratskanzler gemacht. Mit einem Diplomatiewert von 1. Jawohl. Oh, die Traurigkeit. Ist ja gut, dass ich meinen Lehnsherrn schon wieder umbringe. Also von daher. Wie alt bin ich denn? 13, okay, 3 Jahre noch. Ja, Wiesegrad, Laibach. War ich nicht eben noch in der Erbfolge von Österreich? Was ist damit passiert? Das hätte mich vielleicht ein bisschen getröstet. Ja, Österreich. Ach, meine Mutter ist da drin. Na, ich verstehe. Aber ich darf ja keinen ermorden, weil ich ein Kind bin. Also ist auch das egal. Der Papst ist 90. Ja, meine Mutter stirbt mit 66. So, ich habe ein neues Mobbing-Opfer. Sehr gut. Eine 5-Jährige und ich bin 13. Ja, das ist fair. Vielleicht kannst du die von der Britannia heiraten. Die 7 hat aber nichts Vererbliches. Nee, ich will die mit Gewalt zurückerobern. Ich will, dass dafür Menschen sterben. Sie vor allem. Sie kann halt nichts dafür, sie ist halt die Tochter. Aber es ist mir egal. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich sterben sollte? Dann bist du tot. Mein Haupterbe ist nicht bei mir. Wie, nicht bei dir? Ist nicht bei mir am Hof. Na egal, kriegt er trotzdem. Okay. Würde dann aber nicht zu mir zurück an den Hof kommen, oder? Wie, wenn du stirbst? Weil mein Erbe ist verheiratet mit einem Vasall vom Königreich von Frankreich. Würde einfach der Vasall da bleiben und dein Erbe ist dann bei dir. Ah, okay. Dann hast du halt auch nicht die Möglichkeit, beim Rat, da steht ja immer oben links dein Gatte, deine Gattin. Lol. Das hast du dann halt nicht, weil die in 2 verschiedenen Reichen regieren. Mein Charakter hat am selben Tag Geburtstag wie ich sogar. Oh. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen dafür, dass das die größte aller Generationen wird? Das ist der Run. Ja. So, jetzt bitte das EDOP der Run-Emote in den Chat. Oh. Ich habe sogar 2 Reihenblütige. Oh, ich habe nichts. Also ich mache alles richtig, würde ich sagen. Oh. Schön für dich. Ah. Ja, nice. Ich hab dich unterworfen. Du hast mich nicht unterworfen. Was ist denn das jetzt? Fake News. In gewisser Weise schon. Oh nee. Komm, der nimmt Geschwindigkeitsstufe 3 schon wieder nicht an. Nee. Ich bin gezwungen. Gezwungen, auf noch länger Kind zu bleiben. Mit meinen 14 Jahren. Ich breite mich hier ganz entspannt aus. Okay, gut, dann bleiben wir halt auf Stufe 2. Oder Nick, ist dein Internet wieder weg? War dein Internet wieder weg? Eigentlich nicht. Achso, aber ich sehe jetzt auch gerade, dass Pause durch mich ist. Ja, weil das ist gleich wieder wie vorhin, dass die Pause angeht, sobald ich Stopp mal Go mache. Mal nochmal? Ja, ich muss erst warten, bis der Timer runter ist. Achso, ist er bei mir schon.
3, 2, 1. So, jetzt? Ja. Da. Ja, ja. Geht direkt wieder Pause rein. Echt? Ja, ach, ja. Jetzt. Okay. Bisschen verzögert. Ja. Na, ich versuch's nochmal auf Stufe 2 neu zu starten. Oh, alter Schwede, Mann. Oh, okay. Geht. Läuft. So, jetzt bitte. Noch 2 Jahre. Ja. Euer Ruhm ist weithin bekannt. Ja, ich habe ja auch sehr viel geleistet. Rumsitzen und 2 Kriege verlieren. Ruhmreich. Und eine 5-jährige Mobben. Das habe ich auch erreicht. Nice. Nee, meine Mutter hat wieder irgendeinen Macker geheiratet. Oh, ich bin gar kein Sadist. Auch das noch. Nee. Geht ja gar nicht. Ja, geht auch gar nicht. Soll ich einen Mordkomplott auf dich machen? Nee, auf meine Mutter, sobald ich 16 bin. Obwohl, gucken wir vorher lieber, ob das Reich aufgeteilt wird, ey. Bundteilung. So, wo kann ich denn nachgucken, wie Ungarn aufgeteilt wird? Großteilung. Das ist ja ein Königreich. Ja, mir geht nichts verloren, meinst du? Ja. Ja, dann würde ich sagen, in 2 Jahren kann die Mutter bitte weg. Also theoretisch müsste es so sein. Ja, hau sie weg. Mutti, ich hab da Pralinen. Mutti. Gift. Zum Muttertag gibt's ein Messer in den Rücken. Da kannst du drauf Gift nehmen. Okay. Triffst du es spät, hä? Wäre schön, wenn es spät wäre, aber die Wahrheit ist, es ist früh. Es ist so spät, dass es wieder früh ist. Da kann die Alte drauf Gift nehmen. Oh Mann. Oh, die Mutter, die war so gut. Die gute Frau. Das war meine echte Mutter, nicht diese Ungarin, die mich ausgetragen hat. Nein. Aber wie ich auch einfach eine gesamte Generation geskippt habe, weil meine die Herzogin stirbt, ich übernehme den Typen, der kriegt instant Lungenentzündung und stirbt. Hallo Thales 86, wie geht's? Was ist das denn für ein... Oh, Items for Kappa? Ist das von... 30% Chance nutzen? Ja, nein. Ist das ein Emote von der feinen Katze? Tades? Ich versuche gerade meinen Schwiegersohn in Spee umzubringen. Oh, Items. Items habe ich immer... Oh, fein. Items war immer mit einer meiner Lieblinge auf dem Rustplatz, besonders in Staffel 2. Ja, die hatte auch mal 15.000. Wo ist das eigentlich hin? So, wie lange dauert das hier noch? 5 Monate, na gut. Dann können wir hier schon mal vorsichtig ein bisschen was ausbauen. Also eine Sache kann ich... Obwohl, nee, sage ich lieber nicht. Nachher fällt das wieder auf mich zurück. Nee. Ist alles gut. Hä? Nö. Ich wollte also nichts sagen. Es geht um mein Reich, ja. Passiert. Ja, das kommt drauf an, wie du dein Reich definierst. Also, ich würde nicht sagen, dass es um dein Reich geht. Amen. Britannien. Ja, gut, aber was ist denn wirklich Britannien? Und was ist nur vorübergehend Britannien? Das ist Auslegungssache, würde ich sagen. Eben, da sind wir uns ja einig. Ich bin Ratsverwalter geworden. Denn es gibt da so eventuell Sachen, wo man jetzt vielleicht streiten könnte, ob das wirklich mir gehört. Wo ich aber
relativ sagen würde, dass das zu mir gehört. Mehr oder weniger offensichtlich. Das geht doch Bretagne. Nee, ja, Bretagne, das ist ja klar, dass ich da hoffentlich wohl das zurückkriege, was mir mal gehört hat. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Nee, es geht um was anderes. Und da ist eventuell so auch nur eine Grafschaft drin, von der ich mich auf gar keinen Fall trennen werde, weil da eventuell was bei ist, das ich noch brauchen werde. Du wirst bei Zeiten sehen, was gemeint ist. Was will eigentlich dieser kleinwüchsige Earl von Sussex von mir? Ein besoffener, pilgernder Zwerg? Hast du nicht gehört, dass ich ein rachsüchtiger, zorniger, hinterlistiger Raufbold bin? Pass mal auf, hier. Ach so, nee, der will mir helfen. Okay, na gut, dann mach das. So, erstmal Beatrix von Ravensberg, mein Mobbingopfer, ihr Lieblingsspielzeug kaputt machen. So wie ich alles im Leben der Leute kaputt machen werde, die mir mein Eigentum gestohlen haben. Vor allem die Bretagne, Herzogin Magdalene. Auch du wirst nicht für immer acht bleiben. Es werden sich so viele Leute in meinem Kerker wiederfinden. Oh, das wird eine wahre Pracht. Oh. Hm. Ich werde extra für die Leute auf Folterer skillen. Du bist dezent salty, kann das sein? Ja, und vor allem wahnsinnig. Wahnsinnig vor Müdigkeit und Hardcore salty wegen dieser Scheiße. Wen haben die anderen nochmal gespielt? Hat jemand Aragorn oder so gespielt? Portugal war einer. Portugal. Da ist auch nicht mehr viel von übrig. Richtig, richtig. Gut, man könnte halt sagen, sei froh, dass du nicht Katja bist. Aber trotzdem. Warum sei froh, dass ich nicht Katja bin? Ja, weil von Katjas Reich ist halt wirklich noch ein Bruchteil übrig. Katja ist halt, da ist fast nichts mehr übrig von dem, was sie mal hatte. Ist noch ein bisschen was da, ja. Ja, verglichen mit dem, was sie mal hatte. So, was gönnen wir uns als nächstes? Okay. Start. Ja, ich bin nicht mehr exkommuniziert. 3 Jahre, ich hoffe, Alter. Nicht direkt wieder funktioniert. Nicht mehr exkommuniziert? Nee. Hast du beim Papst gebettelt? Ja. Bitte, eine Ruhmstufe verloren, 750 Prestige ausgegeben. Teuer. Oh, was geht bei Litauen? Was, Litauen? Was soll dagegen? Hat von Dänemark geerbt. Oh ja. Ach so, hier, oh ja. Er ist ja gefährlich nah an meinem Hamburg, ey. Die sollen sich mal vorsehen. Bricht wieder. Ich soll mal aufpassen da. Ja, also wie gesagt, ne? Also was Mordanschläge auf meine Mutter angeht. Ich bin jetzt 15, also so langsam. Wenn man will, könnte man da was in Gang setzen. Also gebe ich dir jetzt das Königreich der Bretagne. Nee, nicht zwingend das Königreich. Einfach der Kram, der da drin ist. Oder ich erober es mir bei Zeiten zurück. Egal, dann erober ich es mir zurück, wenn ich unabhängig bin. Ich will jetzt nicht das Königreich, das hier... Nee. Dann bin ich... Also wenn ich dann König bin, will ich nicht mehr dein Vasall sein. Das ist ein bisschen... Das wäre ein bisschen albern. Warum denn? Ja, warum denn? Warum denn? Warum denn? Aber das ist doch schön, das macht doch Spaß. Ah, der kleinwüchsige, besoffene Pilgerzwerg von Sussex. Ich weiß jetzt, dass er ein Fremdgeher ist. Geil. Kann ich das direkt veröffentlichen? Guck mal, dann hast du... Der hat mir zwar eben geholfen, aber egal. Ich bin einfach ein... Das ist jetzt Roleplay hier. Ich bin jetzt einfach ein richtig fieser Möb. Zack, der hat mir geholfen, egal. Jetzt weiß jeder, dass du ein Fremdgeher bist. Ehebrechender, besoffener, pilgernder, wenn auch stattlicher, Zwerg. So, was wolltest du sagen? Wenn ich dir das Königreich der Bretagne gebe, ja? Dann bekommst du die Herzogin der Bretagne. Die kriege ich auch so. Die kriege ich auch so. Na, schwierig. In meinen Kerker rein.
Nee, Alter. Ich mobb hier die eine, da kommt der Typ, der mich mobbt. Das ist nicht gut. Meine Mutter kriegt hier immer noch neue Kinder. Und der erbt dann nichts? Ich weiß ja nicht. Ah, der ist kleinwüchsig. Ja, ich kann dir auch einfach die Unabhängigkeit gewähren. Ja, das könntest du wohl machen. Ja, Wadisch, viel Spaß bei der Arbeit. Hoffe ich mal, dass es dir Spaß macht. Arbeit, Arbeit. Ansonsten Beileid. Oh, der Schmerz. Ciao, Wadisch. Hast du schon eine Uhrzeit für Sonntag? 21.30 Uhr geht's mit Crusader Kings los. Okay. Da, davor ist wieder Geo. Bin ich safe dabei. Nice. Und wieso braucht mein Ratstyp 3 Jahre, um seinen Anspruch fertig zu machen, Mann? Und was ist das hier eigentlich für eine Inflation, dass hier die ganze Zeit mein Geld auch weniger wird, parallel? Das wird ja alles immer dümmer. Halbe Stunde noch und dann hätte ich das Kaiserreich. Oh. Was, Skandinavien? Nee, bei mir unten. Ach so, unten. Ja, hier deinen nordafrikanischen Spaß da unten. Was für ein Ding? Na, welches denn hier? Persien, die arabischen oder die Maghreb? Arabische Inquisition. Ach so, ja. Kann ja auch irgendwie so ein Täuschungsmanöver sein. Nee, keines der, die aufgelistet sind. Ach so, machst ein eigenes. Eigenes. Ach so. Mache ich auch immer. Hätte ich gerade auch fast gemacht. Mein schönes Königreich Westfalen. Aber nö. Der Tod hat mir... Der hatte da was dagegen. Traurig. 5.300 Truppen. Ja, zusammen mit dem von meiner Mutter, wenn die dann irgendwann mal ins Gras beißen sollte. Nicht, dass ich irgendwen auffordern will, aber... Oh, ich darf. Was, bin ich volljährig? Und keiner hat mir Bescheid gesagt. Okay, ich... Das selber wissen. Nee, also ich bin noch nicht volljährig, aber ich darf trotzdem schon töten. Von mir aus. So, Mutti. Es ist... Jetzt wird gemordet. Es ist Zeit. Wir wissen beide, du warst nie wirklich meine Mutter. Das war die andere. Muttertag. Das war die richtige. Ja, bald, bald. Das Messer wird geschärft. Okay, der Anschlag braucht einfach 3 Jahre. Genauso lange wie das Fingieren von einem Anspruch. Das kann so nicht weitergehen. Sie hätte bestimmt Verständnis dafür. Irgendwo. Glaube ich. 150 Gold, ja? Oh. Wo kommt denn das Geld auf einmal her? Na, egal. Zack, zack. Die Messer sind geschärft. Ab in den Rücken rein. La, 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 la. Mama, die wird ganz laut schreien. Was? Okay, langsam wird es schlimm. Das ist die Müdigkeit. Entschuldigung an alle Mütter im Chat. So, 14 Monate. Wird immer besser. So, Muttertag nächstes Jahr, dann ist es soweit. Ich habe ein Messer... Hat sich gerade noch 3 Jahre? Ja, ich habe ein paar Leute dazu gekauft. Jetzt sind es 14 Monate. Nice. Ja, ich schenke Mutter ein Messerset. Keramikmesserset. Ja, 1273, schwierig. Eher so ganz, ganz billiger, rostige Eisenmesser einfach. Ja, zur Not auch einfach ein schwerer Stein. Für ihre Steinsammlung. Ja, ist langsam spät. Früh. Was auch immer. Ja, zu viele Grabschriften, zu viele Grabschriften. Ja, heul nicht, ich bin gleich König. Das weißt du nur noch nicht.
Oh Gott, jetzt ist er auch noch der Ratskanzler, der besoffene, wütende Zwerg, dem ich sein Leben ruiniert habe, als ich allen erzählt habe, dass er seine Frau betrogen hat. Ja, ärgerlich. Oh, Freiheitsfraktion. Okay. Wie, ich bin doch schon auf Stufe 2. Wie frei wollt ihr sein? Ist ja lächerlich. Ja, Viertel vor Unabhängigkeit bei denen. So. Da bin ich. Undurchschaubarer Schatten. Na, immerhin das. Nee, undurchschaubarer Intrigenspinner. Schade. Aber egal. Das sollte beim Mord gegen die Mutter helfen. Oh ja. Das hat geschmeckt. 9 Monate. Sehr gut. Worauf skillen wir? Ja, doch schon eher hier drauf. Wir haben echt eine Menge aufzuholen. Und ich bin zumindest wieder Kulturoberhaupt. Armbrustschützen? Ja, nee, nee. Nee. Bankwesen? Warum nicht? Oh, seht ihn euch an, wie zornig er ist. Man sieht es ihm richtig an. So, du darfst bitte erstmal katholisch werden. Was? Nee, Quatsch hier. So. Wie Bekehrung verlangen hat, will sie nicht. Warum? Ist mir auch völlig egal. Mach doch, was du willst. Oh. Was? Was? Ich habe 80 Anspannung erhalten, weil du gestorben bist. Was machst du? Was? Ich habe 80 Anspannung erhalten, weil du gestorben bist. Wer war das von euch? Weder noch, ich war hier unten mit dem Krieg beschäftigt, mit Ägypten. Ah, starb unter mysteriösen Umständen. Ich war es nicht. Ja, ich auch nicht. Ich führe gerade Krieg. Ich ja gut, dann bin ich jetzt ja wieder 10 und eine Frau. Schön. Ja, das ist ja toll. Ja. Ich würde dir ja einen Sohn rüberschicken, aber ich hab keinen. Oh nein. Jetzt bekommst du das Königreich nicht. Was? Du bist wieder ein Kind. Nein, er ist jetzt ein Mädchen. Deswegen bekommt er das Königreich von Ungarn nicht. Ja, also da ist nur einer vor mir in der Reihenfolge. Den tötet ihr jetzt ja wohl, oder was? Was? Da sind doch 2 vor dir. Nein. Prinz Peter... Der. Kappel. Die Jüngste. Kitsch. Der Jüngste ist gerade der Haupterbe. Ja, töten. Der Prinz Peter. Krieg erklären. Ansprüche. Ich darf halt nicht. Ich darf nur Geschenke machen. Und nicht die Art von Geschenke, die eigentlich für die Mutter geplant war. Oh, jetzt ist mein zorniger Typ auch weg. Na, wenigstens gilt hier auch Verwaltung. Kann ich mich hier irgendwie unterrichten lassen? Oh, ich bin ehrlich. Wieso bin ich denn ehrlich und sadistisch und paranoid? Kannst du mich bitte unterrichten? Oh, es wird alles immer schlimmer. Oh nee, und den Anspruch auf ganz Angria, den ich bekommen hatte, der ist jetzt auch weg. Ich kotze ja richtig im Strahl, Mann. So, ja. Scheißegal. Was, Alter, wer tötet mich denn an meinem Geburtstag, wo ich gerade erwachsen werde, oder was? Das war wahrscheinlich deine Mutter. Ja, wahrscheinlich, ey. Das zeigt mir nur, dass ich im Recht war. Das bestätigt mich nur in meinem Versuch, sie zu töten. Der neue Mann deiner Mutter. Ja, das kann auch sein.
Weil sein Sohn wurde ja, ist ja jetzt ja, der Erbe. Aber bleibt er ja nicht, weil ihr ihn jetzt ja töten werdet. Ich habe ganz andere Sorgen, als irgendwas bei dir zu töten. Außerdem habe ich zu England nicht mehr diplomatische Reichweite. Just nee. Saying. Der ist auch in Ungarn. Deutschland. Ungarn, ja. So. Das weiß ich doch nicht. Jetzt weißt du es. Ja, es geht um Ungarn. Aber wir haben jetzt den 12. August. Ich denke mal nicht, dass der in einem Jahr am 12. August noch lebt, oder? Ich, wenn er spielen geht. Ja, Karpfenteich. Hat jemand einen Karpfenteich? Ich, ja. Kannst Hast du Kinder? Keine, keine, die also alt sind. Tja, dann baue ich mal gemütlich weiter aus. Für 6 Jahre. Das Ding ist, der ist halt null. Ja und? Was ist null? Der die Gründe, wieso man ihn nicht töten sollte, das sind null. Jetzt ist er eins. Ja, siehst du, dann hast du jetzt ja sicherlich kein schlechtes Gewissen mehr. Ja. Faul, feige. Was ist das alles für Scheiße? Hier, eigenwillig. Wie gesagt, ich bin halt ehrlich. Ja, ist mir auch egal. Da kommst du schon mit klar. Dann wird er halt eigenwillig. Ist kein schlechter Perk eigentlich. Ja, das als einziges kein schlechter Perk. Darum habe ich den jetzt auch genommen. Dein Char sieht aus wie Greta Thunberg. Ja, so ein bisschen. Da hast du schon recht. Kann ich nichts gegen sagen. Kommt nur leider nicht aus der Ecke, ne? Nee, das ist eher so die da oben. So, was ist eigentlich mit euch da in Uppland? Habt ihr Zeit für ein kleines Mordkomplott? Wer soll sterben? Der Erste in der Thronfolge von Ungarn. Peter irgendwie heißt er. Der Erste? Ja, Prinz ja. Peter irgendwas. Gucken wir mal. Genau. Ja, der stirbt. Ja, Peter 95% Chance. Kapekitsch von Ernsthaft? Ungarn. Ja, klar. Was, wie viel Prozent? 95. Ja, do it. Wenigstens einer, ja, auf den man sich hier verlassen kann. Nicht der, krass. Nicht der Tyrann mit seiner Lehnsautorität da, der Brite. Bei mir sind es 34% gewesen. Da hast du halt wohl nicht drauf gescaled. Und dann bekomme ich noch 80 Anspannung drauf, weil ich ehrlich bin. Was? Ah, irgendein Typ hat jetzt einen lächerlichen Anspruch auf Ostanglien. Jetzt wird's langsam aber frech. Jetzt wird's aber langsam frech. Das nehmt ihr mir nicht auch noch weg. Also, ich schlag jetzt meinen Mobber zusammen. Ich hoffe, der kommt in den Rollstuhl oder so. Was ist hier? Können wir jetzt hier ein bisschen verbünden oder was ist hier jetzt los? Bündnis aushandeln, warum nicht? Wie Unterschied im Rang. Allein, ich bin deine Tochter. Ich glaube, es hackt. Ist ja nicht wieder niemand Verbündetes? Oh Mann. Nee. Wenigstens ist der Peter bald weg. Und danach kannst du... Ah nee, doch nicht. In 4 Jahren kannst du dann meine Mutter überraschen, ihr ein Geschenk machen. Wenn wir uns verstehen. Das wird auch bezahlt, wenn ich dann erstmal König von Ungarn und reich bin. Ja, gibt dem Ganzen so ungefähr 10 Monate, falls mein Charakter das noch so lange mitmacht. Oh, nee. Was ich denke. Hoffen wir es. Ja, die ist zwar schon 62, aber... So, nicht verlobt. Wo können wir uns denn jetzt mal reinwieseln? Ritter des ersten Patriarchats? Ist das ein Großmeister oder was? Ja, Alter. Nee, nach Bündnismacht. Aha. Jetzt bin ich sauer. Weshalb? Mein Lehnsherr hat mir gerade meinen Ratsposten entzogen. Jetzt muss er sterben. Der Böse. Gut so, Böse. Gut so. Also, dass der stirbt. Chance, weißt du?
Vernichte ihn. Ist ja nicht so, dass ich die 4 Lehnsherren vor ihm auch schon alle umgebracht habe. Kinder könnten inzüchtig werden, ja, das ist mir egal. So, England, da kommt Post. Moment, ablehnen. Ablehnen. Hattest du als England nicht vorhin irgendwie 17.000 Truppen oder so? Ablehnen. Ja, das schwankt immer. Keine sehr gut. Ahnung, warum, weshalb. Okay. Ah, noch. Das ist nochmal. Das hängt mit deinen Vasallen. Jetzt wären wir aber fast richtig dumm gewesen. Das sind die Aufgebote, die sie dir geben. Ach so, nee, das die war schon eingetragen. Wenn sie Stress in ihren Ländereien haben, dann so. Schwanken da ja auch die. Diesmal ruhig annehmen. Deswegen liebe ich Clan. Clan kriegst du nämlich, je nachdem, wie deine Vasallenmeinung ist. Und da Schrecken allerdings mit in Vasallenmeinung reingeht, können die theoretisch auch Minus haben. Ist egal, wenn du sehr viel Schrecken hast, zieht das wie 100% gute Meinung. Gottkaiser Vlatepesch lässt grüßen, der noch keine einzige, der seit 300 Jahren keine einzige Fraktion hatte, weil die ganze Welt so viel Schiss vor ihm hat. Warum willst du das? Damit wir verbündet sind. Sind wir doch schon, oder nicht? Nee, ich bin ja gestorben. Die haben mich ja ermordet. Ich würde sagen, spätestens im April ist Peter tot. Nein, ja, ist er nicht. Was? Es wurde aufgedeckt. Ja, keine Ahnung, brauchst du Geld? Nö, ich kann sowieso niemanden dazu einladen. Wie stehen die Chancen? Auf 5%? 26% noch. Oh, dann, wieso kann nicht irgendwas mal funktionieren? Und zwar liegt das daran, dass seine Mutter das aufgedeckt hat. Da ist... Oh, Freiheitsfraktion, ey. Ja, der Peter muss halt sterben. Ja, mein Lehnsherr muss auch weg. Na gut, dann. Dann bricht das Komplott ab und wir versuchen es in 10 Jahren nochmal. Ja, ich muss gucken. Ja? Ich bin übrigens auf 1, weil ich hinterher lag diesmal. Schön, dass ich jetzt auf einmal hinterher lag. Ja, ist offensichtlich so. So, können wir mittlerweile Krieg führen? Nö. Ja, müssen wir gucken, wie meine Erbin drauf ist. Die ist zwar auch Intrigenspinnerin, aber... Ah, mein Anspruch auf die Bretagne ist weg. Der ist mit meinem Typen gestorben. Ah. Na, von mir aus. Ach ja. Ah, wieso müssen sie alle wegsterben? Wieso sind 3 Charaktere von mir innerhalb von 10 Jahren gestorben? Es war Muttertag. Tja, Mama hat ein Geschenk für mich. Die Bloody Mary war da. Ja, wirklich, ey. Bloody ja, Kapika. Beide Komplotte sind aufgedeckt worden. Wen wollt ihr denn umbringen? Den Peter, immer noch. Einmal den Peter von Ungarn und einmal wollte ich meinen Lehnsherrn wieder um die Ecke bringen, aber das ist das erste Mal. Ja, der erste in der Erbfolge von Ungarn, der Peter Kapekitsch. Ach, den da. Ja, der muss weg. Ah, deswegen, der hat diesmal einen anständigen Ratsspitzel. Na, dann lasst mal hier einen fähigen Mann ran. Ja, warum denn nicht gleich? Ist da die Frage. Ja, so 13. Und dann haben wir all diese Jahre auch bald wieder aufgeholt. Und tschüss. Ach ja. Die olle Königin, ey. Was, die ist krank? Oh, weh, du stirbst da jetzt weg, ey. Dann ist aber wirklich, dann ist Polen offen. Wehe, die stirbt jetzt, bevor der Peter stirbt. Das darf nicht passieren, das ist unmöglich. Ausgeschlossen.
Oh, aber hier sind schon so viele unmögliche, ausgeschlossene Dinge passiert heute. Mein Lehnsherr wird angegriffen, das ist gut. Wir waren so kurz vor unserem Ziel. Und dann sterben einfach drei Charaktere direkt weg. Wenigstens bin ich beliebt und werde ständig zu irgendwelchen Spieltreffen eingeladen. Wo du dann irgendwann erst läufst. Kaffendeich. Ja, ich gehe halt nicht hin. Vielleicht kann ich ja wen ertränken und dann Sadist werden oder so. Das wäre schön. Ich erhöhe auf jeden Fall mein Kampfgeschick konstant. Hab schon 15 mit meinen 13 Jahren. Wie bitte, ich brauche Hilfe? Nein, nein. Ich werde hier retten. Zack, aufs Maul. Oh, ich bin verwundet. Na gut. Oh, aua. So, tschüss, Aubrey. Bitte lad mich nie wieder ein. Deine Feier war scheiße. Gib mir die Bretagne zurück. So verabschiede ich mich von allen Menschen jetzt. Gut, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die 2000 Prestige und dann... So, Peter, du lebst ja immer noch. Dreckiger Peter. Der falsche Bruder von der falschen Mutter. Da muss viel, viel gesäubert werden. So, wie alt sind wir? Immer noch 13. Mein Lehnsherr ist auch nicht gerade der Schlaueste. Hm. Gibt's eine Fraktion? Wollte mich jetzt einkerkern und hinrichten lassen, weil ich eine Hexe bin. Hat aber schon zwei Krieger an der Backe. Ah. Hey, immer noch 13. Ich kann nichts tun. Spieltreffen gebe ich auch mal eins. So, bitte sehr. Ja, willkommen. Habe ich eigentlich einen Arzt? Ja. Okay, na gut. Und der Typ hasst mich auch. So, bitteschön. Ist er tot? Ja. Weiß nicht, was da jetzt so schwer war. Oh, ich kann Hochdeutsch lernen. Mach ich. Ja. Forderungen sind durch. Offenbar ist bei ihm ist es halt aufgefallen, ne? Oh, ich kann wen ersaufen lassen. Ah, ich kann gar kein Sadist werden. Ja, dann rette ich den halt von mir aus. So. Weiß auch nicht, warum ich eine Anspannungsstufe kriege, weil ich ein Leben rette. Was soll's. Als so. Ob. What? Walter of Black? Oh, oh Mann, das war der reinblütige Riese. Ja, das traurig. So. Wie alt bin ich? Ist ertrunken. Okay. Oh Mann. Okay. Nicht mehr lang und dann ist die Mutter weg. Oder kann ich schon? Oh, ich kann schon. Oh, 95% Chance. Das wird wirklich so eine... Ich schleiche mich von hinten an die Mutter ran und steche in den Rückensituation. Das wird schön. Oh, wie lange dauert es? 3 Jahre oder so? Das wird perfekt passen. 18 Monate sogar nur. Na gut. So, außerdem lerne ich parallel Hochdeutsch. Das passt alles. Ich hoffe, ich kriege keine Anspannung, wenn ich mit 14 meine eigene Mutter töte. Nee, wieso? Du hast nur Dynastiemörder. Alter, warum ist der Junge, den du mir verheiratet hast, direkt schwindsüchtig und besessen geworden? Das war der, als du den geheiratet hast. Ach so. Du wolltest den haben. Er hat dich ja gefragt, warum willst du das? Ja, ich hab dich gefragt. Gut, dann eine andere Frage. Wieso ist dein Sohn mit 5 Jahren schon besessen?
Weil der inzüchtig ist. Ach so. Die eine Frau ist meine Nichte und meine Tante. Also. Oh, meine Mutter will ein Bündnis mit mir. Aber gerne doch, Mutter. Nichts lieber als also, das. Falls jemand Söldner anheuern möchte, ich stehe zur Verfügung mit 28 Toren. Ja, gut, das ist wird schwierig, ohne verbündet zu sein. Ja, das machen wir ja provisorisch. Ja, du bist aber nicht in meiner Reichweite, leider. Oh, das lässt sich ändern. Ich nehme einfach nur das restliche Land von Katja. Boah, ich muss. Nee, das geht nicht. Meine Augen brennen die ganze Zeit. Komplott aufgeflogen. Nö. Die stirbt. Punkt. Einladen. Ihr eigener Hofarzt. Sehr schön. So, hier, Mutter. Euer Hofarzt hat euch eine neue Medizin gegeben. Trinkt aus, Mutter. Und dann legt euch hin und schlaft. Damit ihr gesund werdet. Hallo, Mercira, wie geht's? Ich hoffe, du hast... Was? Gut geschlafen? Besiegt meine Mutter, ne? Mutter sagt, ich soll mir den Abend freinehmen und früh zu Bett gehen. Und dieses Angebot nehme ich zu gerne an. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich sie umbringe, aber... Egal, das war irgendwie ganz schön süß von ihr. Trotzdem stirbt sie. Messira, ich hoffe, du hast Spaß an meinem Martyrium hier. Ich weiß nicht, wie lange du schon zuguckst, aber... Ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch, ehrlich gesagt. Natürlich werde ich da sein. Ja, bitte ertränk mich im Karpfenteich, damit auch dieser Charakter kurz vor Erfüllung seiner Aufgabe stirbt. Wie jeder, immer... Los, du es. Ah, die Mutter muss sterben, damit ich Ungarn kriege, dann unabhängiger Herrscher bin und endlich anfangen kann, alles das wiederzukriegen, was mir das Schicksal geraubt hat. Das wird eine spannende Diskussion. Ich bin krank geworden. Ey, erzähl mir nichts. Das liegt bestimmt an deinem schwindsüchtigen. Der hat mich direkt angesteckt, ey. Das kann sein. Das ist nicht akzeptabel. So, hier den teuersten Hofarzt, den besten, den es gibt. Warte, keiner von denen ist ein guter Arzt. Was wird mir hier vorgeschlagen? Was soll. Der Klassiker. Das wird halt immer besser. 80 für einen Typen? Mann, der kann halt nichts. Ich habe vorhin 300 für eine bezahlt. Dafür, dass meine Frau dann trotzdem nach 2 Tagen gestorben ist. Weil die Krebs hatte. So, es ist soweit. So, danke. Oh. Motherfucking shit, Alter. Aber weil ich jetzt eine Frau bin, werde ich halt nicht zum Kaiser gewählt. Alles geht kaputt, was ich plane. Ich kann Königin Katharina von Ungarn vasalisieren. Okay. Mercira ist seit 20 Minuten zu. Dann hast du die besten Teile verpasst, möchte ich behaupten. Also, ne? Das Erste, was wir machen, ist einen Arzt suchen. So. Ich vasalisiere dich. Nein, machst du nicht. Doch? Nein. Wenn du ablehnst, gibt's Krieg. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ist dann automatisch Krieg? Nee, ne? Die sind beide schon wieder scheiße. Alter, ich will doch nur einen Arzt, weil ich krank bin. Ist das... 300 und die hat keinen einzigen Skill auf Arzt. Nee, Alter, dann bin ich lieber krank und verreck direkt wieder. Oh, Mann.
wollte gerade fragen, wer hat den besseren Bildungswert, aber das ist sie, ne? Ja, für 300. Ja. Oh, ich habe 1300, sehe ich jetzt erst. Na, egal. So. Habe ich wahrscheinlich von der Mutter geerbt. Geschlechts-OP muss her, ja, wahrscheinlich. Ja, wo die 10 Stunden, dann haben wir's. Es ist alles so schlimm und frustrierend. Wie, Vasall in Königreich von Ungarn? Was ist denn jetzt los? Was? Hä? Hä? Was ist los? Was ist jetzt? Wieder was Schlimmes für mich? Hä? Alter, die ganzen Fraktionen, was geht ab? Aber der heißt halt Prinz Lionel der Fehler von Irland. Deswegen dachte ich jetzt, dass Irland jetzt auf einmal ein Vasall von dir ist. Aber das stimmt gar nicht. Nee. Ungarn hat auch noch Land in Britannien. Ja, ja. Die Mongolei ist das auch schon wieder zerbrochen. Hat er ja. Das hat er ja. Alter, jetzt die ganzen Typen wird immer hier besser. Ja, ja. Ach, du wolltest doch alle, sobald du Ungarn bist, wolltest du doch alle zerlegen. Ja, da war ich auch noch männlich und wäre zum Kaiser gewählt worden. Jetzt bin ich gar nichts. Na gut, ich bin Königin von Ungarn, aber trotzdem. Mit 14.000 Truppen. Ja, aber die Hälfte davon wird sich gleich gegen mich auflehnen. Okay, wir müssen das jetzt erstmal. Ja, also ich kann dich immer noch vassalisieren, ne? Ja, ich biete dir auch niedrige... niedrige Feudalsteuern, ne? Wenn ich den Krieg am Verlieren sein sollte, dann denke ich vielleicht drüber nach. Okay, hier ist alles cool soweit. Hier habe ich wieder irgendwelche Klamotten vererbt bekommen. Von der Mutter. So. Ach, mal alles wieder von vorne, ne? 5 auf 2. Nee, ist nach wie vor das Beste. Danke sehr. Und hier habe ich auch nichts Neues, das mich irgendwie überzeugen würde. Keine Ahnung. Das hier. Das hier. Und das hier. So, schön den ganzen... Ganze Gerümpel hier. So, was haben wir jetzt? So, Entscheidung treffen. Warum geht das alles nicht? Ach, ich bin noch ein Kind. Ah ja, da war ja was. Wenigstens kann ich schon morden. Den hier einladen. Na gut, besser als nichts. So. Ah, keine Gefangenen, nichts. Ein Rat haben wir jetzt zumindest mal. So. Ihr kommt bitte alle rein, damit weniger gemeckert wird. Und mehr gemacht wird. Ja, mal gucken, die haben immer noch alle minus 100. Erpresserische Steuern. Ah ja, ich erinnere mich, das stammt noch aus besseren Zeiten. Zu viele Herzogtümer. Da kann ich hier mal schön Königreich gründen, bitte? Nicht vom Erzbischof gebilligt. Kann ich auch nichts dran ändern, weil ich ein Kind bin. Deaktivierte Gebäude. Artefakte haben niedrige Haltbarkeit. Kriege erklären. Titel schaffen. So. Wie, noch mehr Herzogtümer? Nee. Aber darf ich jetzt kein Königreich mehr gründen? Weil ich schon eins hab. Ich verdiene mich einfach mittlerweile dumm und dämlich. Das ist schön. Hab einfach ausgesorgt. Wie viel hast du gerade, wenn man fragen darf? 65. Slavenverein. Südslavenland. Was für Sklaven? Slaven. Achso, ich habe verstanden, Sklaven. Ah, jetzt kann meine... Gesundheit.
Was sind denn das alles für Herzogtümer hier, die ich habe? Ostanglien, Kent, Thüringen, ja, Provence. Wie, ich habe wieder die Provence, was? Ja, dieses kleine Ding, das ist doch nicht das Herzogtum. Okay, ich muss ein paar Titel zerstören auf jeden Fall, wie es aussieht. Da gönnt sich jemand die Provence. Titel vernichten. Oh, ich kann es mir nicht leisten, die ganzen Titel zu vernichten, weil ich nicht genug Prestige habe. Okay, merke, ich kann also kein Königreich mehr gründen, wenn ich schon König bin. Na gut, hätte man wohl auch wissen können. Ja gut, dann müssen wir das Prestige farmen. Was soll's, lassen wir mal weitergehen, die Katastrophe hier. Ist ja nicht nur deine Katastrophe. Wessen Katastrophe soll es denn noch sein? Meine. Wieso das? Er hat Schulden. Ich habe Schulden und verliere hier gerade einen unbeabsichtigten Unabhängigkeitskrieg. Achso, ja, es tut mir leid. Weil, Kollege Schnürschuh von Schweden will mich einkerkern, weil ich eine Hexe bin. Na, hast du noch plus 9 Kriegsstand. Bist du nicht verbündet mit England? Nee. Ja, das ist kritisch. Ich habe... Ja, was mit Ungarn? Ja, der hat gerade selber Probleme. Ja. Wenigstens habe ich wieder 36 plus Gold. Ach, Leute. Und die ganzen Ansprüche zum zweiten Mal ranholen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal den Krieg überstehen und erwachsen werden. In einem Jahr ist es soweit. Und dann können wir weitersehen. Jo, guten Morgen, Woody. Was genau muss denn ein guter Arzt haben? Es gibt die Fähigkeit, Arzt. So, das ist quasi so ein Perk wie das hier. Irgendwie so zwei Messer und dann halt 1 bis 3 Sterne. Und das ist schon, was ich gerne hätte für einen Arzt. Alles andere lohnt sich nicht anständig. Vielleicht kann ich es dir gleich zeigen, wenn wir einen kriegen. Was? Oh, ich muss jetzt auf jeden Fall mal aufhören. Ich muss pennen. Alles klar, gute Nacht. Jo, gute Nacht. Ja, dann würde ich die Säge aber auch streichen. Das ist alles klar. Das muss ich erstmal verkraften, was hier passiert ist. Na, ich speichere es natürlich trotzdem ab, auch wenn ich es eigentlich gerne nicht tun würde. Nee, so. Als Sonntags... Ach, da unten ist es Sonntagsrunde. Ah ja, kannst du mal wieder. Sonntagsrunde. Überschreiben. Ja, bitte. Und zum Desktop. So. An euch Leute aus dem Discord. Danke für die Teilnahme. Danke, dass ihr auch so lange noch dabei wart. Und wenn es weitergeht, seid gerne eingeladen. Steht es noch mal im Discord? Ich habe schon wieder die Uhrzeit vergessen. Was ist mit dem Discord? 21:30. Ja, 21:30, genau. Er steht auch im Sendeplan. Einfach entweder im Discord oder im Kanal steht das unten alles dran, wann wieder was gespielt wird. Ja. Bis dann. Gute. Jo, dann schlaf gut oder was ihr auch immer noch machen werdet. Alles klar. So, ja, der Anrufer rief gut. So. Und jetzt hier im Chat. Ja, wo die. In 10 Stunden ist ja schon der nächste Stream. Das wird, Und, Masira, sorry, dass ich jetzt nicht mehr zeigen konnte, was ein guter Arzt hat. Was ein guter Arzt haben muss.
Aber wenn du beim nächsten Mal wieder da bist und mich erinnerst, dann kann ich's dir bestimmt zeigen. Wenn wir hier mal gucken. Nee, Quatsch, wir waren hier schon richtig. So, da wird eng. Ja. Dienstag, ne? Ach nee, der ist gar nicht aktuell, weil ich den nicht ändern konnte. Warte, dann machen wir das anders. Der Discord. Boah, ich bin schon richtig kaputt im Kopf, ey, von diesem. Wie lange geht die Nummer hier jetzt? 14 Stunden schon wieder. Übel. So, hier ist unser wunderbarer Discord. Und hier unter Streamplan ist unser aktueller dieswöchiger Streamplan. So, das war der Dienstag. Genau. Und morgen gibt es höchstwahrscheinlich eine Runde Among Us. Oder wir spielen Crusader Kings Singleplayer in unserer Vampir-Mod, in unserem Vampir-Mod-Run weiter. Der ist auch sehr cool. Was Samstag ist, ist noch nicht ganz klar. Aber Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder die Multiplayer-Runde von heute. Die wird dann weitergeführt. Ja, also heute. Also, Messira, wenn du hier weiter mitgucken willst, dann ist Sonntag, geht es auf jeden Fall weiter. Vielleicht schon Samstag. Da muss ich noch gucken, ob das, was ich eigentlich geplant habe, für Samstag stattfindet. Aber das ist der Plan, wie es weitergeht. Heute gibt es entweder Among Us oder den Crusader Kings Vampir Run. Dann habe ich 2 Tage frei. Dann gibt es entweder den Fun-Tag mit Ayumi oder Crusader Kings. Und Sonntag geht es dann auf jeden Fall hundertprozentig weiter. Also ist eigentlich ein bisschen unklar. Kommt in den Discord am besten, da halte ich euch immer auf dem Laufenden, was wann kommt. Alles klar, Messira. Ich freue mich, dich wieder zu lesen. Oh, und jetzt gibt es hier auch kein Marbles mehr. Nein, nein. Nein, nein. Wir machen hier jetzt eine Sache. Und zwar gehen wir in den Endbildschirm. Ich gucke nochmal kurz, ob es irgendwen gibt, den wir raiden. Spielt irgendjemand Geotastic? Nein. Spielt jemand RimWorld? Ja, aber nee. Spielt jemand Crusader Kings 3? Das ist doch die eigentliche Frage. Nur wir, natürlich. Hearts of Iron? Okay, na gut, dann raiden wir noch kurz die RimWorld-Person. So, der freut sich bestimmt. Oh, und ich muss sowas von sehen, dass ich ins Bett komme. Oh, ho, ho, ho. Ah, gut, der hat auch schon über 100 Follower, aber egal. Lieber raiden wir ihn als niemanden. Ihr bleibt noch kurz da und helft dabei, ihm eine Freude zu machen mit dem Raid. Ach so, mit Y. So. Ah, und dann sehen wir uns bei Zeiten wieder. 3, 5. Ah, Twitch, soll das ein fucking Witz sein? Ich habe 11 Zuschauer. Wieso werden nur 5 mitgeradet? Yo, Obstkuchen. Dann bis zum nächsten Mal, weil wir versuchen es nochmal. Raid. AG. Unterstrich. Kevin. Ja. Jo, danke, Woody. So, werden diesmal mehr mitgeradet. 4, 5. Ey, was soll das? Da sind 11 Leute, die zugucken. Warum kommen nur 5 mit? Ah, egal. Ihr seht ja oben den Namen AG Kevin, der einzige Deutsche, der gerade RimWorld streamt. Da gehen wir hin, falls ihr noch mitkommen wollt. Und an alle anderen, wir sehen uns frühestens heute um 19 Uhr wieder und spätestens, wann immer ihr einschaltet. Ich habe keine Gehirnkapazität mehr für eine anständige Verabschiedung frei. Darum kurz und bündig.
wünsche ich euch keine gute Nacht, denn die ist vorbei. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag, dass ihr alles, was ihr euch als Ziel setzt, erreicht. Und vielleicht seid ihr bald wieder da. Und jetzt viel Spaß mit AG Kevin. Auch an dich, AD, Mercira. Soll hier irgendwann mal. Wenn das Ding hier schon seit Jahren steht, das ist ja auch scheiße, ne? Muss man immer wieder festhalten hier.